Hallo, hier ist der Dirk von Camp Nation. Heute aus Dänemark, aus dem Outwell Showroom. Ich präsentiere hier ein Zelt aus der 2020er Kollektion, das Avondale 5PA. Das Avondale ist aus einem 4000er Polyester mit 75 Denier gearbeitet und ist damit sozusagen in der mittleren Range von Outwell anzusiedeln. Aber eben dadurch, dass auch wie bei fast allen Zelten von Outwell die Nähte dauerhaft verklebt sind, eben ein unfassbar dichtes Zelt. Ein ganz besonderes Highlight an diesem Zelt ist, dass wir hier vernünftige Sturmseile haben. Dadurch werden die Zelte noch mal stabiler, als sie eh schon von Outwell sind. Dafür ist Outwell ja sehr bekannt, dass sie sehr sturmsicher sind. Hiermit noch mal ein zusätzliches Feature eingebaut, was man hier so ein bisschen aus dem Vorzeltbereich übernommen hat. Dieses komplett aufblasbare Zelt besitzt im vorderen Bereich eine große Panoramatür mit einem zusätzlichen Moskitonetz. Bei dem Zelt besonders sinnvoll, weil ich eben hier durch das kleine Canopy auch bei Regen nur das Moskitonetz schließen kann. Ein besonderes Highlight im Jahr 2020 ist das Hooktrack-System von Outwell. Hiermit kann ich entlang der Luftschläuche, wo eine Keder eingebracht ist, an wahlweise jeder Stelle diese Klammern befestigen und Lampen, Handtücher oder Jacken befestigen. Ein neues Feature in der 2020er Kollektion ist die Schlafkabine. Die ist in diesem Jahr extrem dunkel gestaltet. Das heißt, auch wenn ich mal länger schlafen möchte, etc. pp., hält das Zelt nicht so schnell auf oder wenn ich in einer Mittagszeit schlafen gehen möchte. Eingebaut sind, wie wir es kennen von Outwell, die großen Moskitonetze im vorderen Bereich der Schlafkabine und im hinteren Bereich. Das heißt, das Zelt oder die Schlafkabine wird nicht so schnell warm. Ein ganz neues Feature ist die Quick and Quiet Türe, die Outwell gebaut hat. Hier habe ich die Möglichkeit, den Reißverschluss als solches aufzulassen und nur mit Magneten die Türe zu schließen. Das heißt, ich kann relativ geräuscharm in die Schlafkabine eintreten, ohne die schon darin schlafenden Leute zu wecken. Und wie man sieht, geht es auch wieder relativ gut zu bei den Magneten. Im Zubehör für dieses Zelt findet ihr logischerweise den Teppich für den Wohnbereich und zusätzlich die Unterlage, wenn ich mal irgendwo aufbaue, wo ich einen steinigeren Boden habe und mich nicht direkt das Zelt kaputt machen möchte. Zusätzlich findet ihr nochmal Skyhooks, wenn euch die im Lieferumfang nicht ausreichen, und Querverbinder, um die Lampen optional aufzuhängen, wo ihr wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, guckt euch einfach nochmal die Details auf der Seite an bei uns bei www.campnation.de, und wenn ihr Rückfragen habt, meldet euch gerne bei uns. Danke, tschüss.